Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem zentralen Festplatz, dem dezentralsten Festplatz hier in Berlin. Ja, wir sind einfach gerade von Oranienburg gekommen und das war schneller hier hinzukommen als zum Berlin-Zentrum. Ja. Ja, so zentral ist das hier. Ja, der ist so zentral gelegen, dass er direkt an einer Autobahn liegt, der A111. Wenn ihr hier hin wollt, muss der Bus auch erstmal auf die Autobahn und die Autobahnausfahrt hier nehmen. Hier ist auch gerade ein Bus gehalten, da kamen ganze zwei Menschen raus. Drei. Und eigentlich ist es ganz schön gemacht hier, der Volksfestplatz. Das Problem ist halt, man sieht den Volksfestplatz nicht. Er liegt direkt an der Autobahn, aber man sieht nichts davon. Man hat deswegen hier so ein Riesenrad hingestellt, so eine alte russische Schaukel, die tatsächlich mal eine war. Und überall Plakate hingesetzt. Hier seht ihr an diesen Masten, diese Fahnenmasten, die stehen, da hat man so Kirmesbeleuchtung dran gehängt. Abends ist hier alles bunt beleuchtet und da ist ein großer Eingang, da ist ein großes Plakat, da ist ein großes Plakat. Und wenn man dann eben durch den Eingang geht, kommt man da hinten auch auf den Festplatz, aber man sieht nichts von der Kirmes und das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Ihr werdet jetzt gleich auch noch sehen, dass das Ganze sich widerspiegelt auf dem Volksfestplatz, was ich jetzt gerade gesagt habe, denn das Ganze macht jetzt auf um 13 Uhr. Und hier wird wahrscheinlich nichts los sein. Wir waren am vergangenen Freitag schon hier, Freitagabend. Freitagabend ist eigentlich so ein Tag, da ist es auf einer Kirmes recht voll. Hier nicht. Man konnte die Leute zählen. Aber das war halt wirklich nicht wirklich voll. Es ist ein bisschen schade. Das ist bei den Berliner Volksfesten irgendwie schon immer so. Vor allem hier auf dem dezentralsten Festplatz, den Berlin so zu bieten hat. Die Weihnachtsmärkte, die kennt man ja auch zum Beispiel, die laufen ja relativ gut. Ja. Es gibt auch Stadtteilfeste in Berlin, die relativ gut laufen. Aber dieses Hauptvolksfest, was Berlin eben hat, das ist irgendwie schwierig. Ja. Bekannt ist das Ganze hier als deutsch-französisches Volksfest geworden. Mittlerweile heißt es Berliner Volksfest Sommer. Eintritt ist frei, muss man auch erwähnen. Ich bin hier vor einigen Jahren mal gewesen, da musste man hier noch 1 Euro Eintritt zahlen. Das war lange vor Corona-Zeiten. Wir werden jetzt mal hier durch diesen Eingang schreiten und den Berliner Volksfest Sommer 2022 besuchen. Da kommt übrigens wieder ein Bus. Du, jetzt richtig hier am Matama. Massen gefilmt, ja. Wir sind bei der ersten Attraction angekommen. Es ist nämlich knappe 30 Grad warm. Und was macht man dann? Wasserbahn fahren. Richtig. Poseidon ist da, halt man Schneider-Wasserbahn. Ich glaube, die nasseste Anlage von den dreien, die besitzen. Würde ich auch sagen. Wir schmeißen uns mal rein, kühlen uns ein wenig ab und dann gucken wir mal, ob wir ein offenes Fahrgeschäft finden. Weil bisher hatte alles zu, was wir so gesehen haben. Nein, der Breakdance hatte auch. Und der Alpencoaster. Ja. Ich meine, schön dekoriert haben sie es ja, aber bei über einem Monat Spielzeit soll man davon auch Gebrauch machen. Es gibt hier übrigens einen Parkplatz, der kostenpflichtig ist. Ihr müsst, wenn ihr zum Festplatz kommt, in eine Straße rein, wo ihr eigentlich nicht rein dürft, weil da nur für Taxen ist. Dann könnt ihr hier auf den Parkplatz. Es gibt aber auch noch eine Seitenstraße, an der ihr am Rand parken könnt, kostenlos, aber die ist halt schnell voll. Außer ihr kommt morgens um 1, so wie wir, dann natürlich nicht. Die Tasche ist mal durch. Das ging. Ja, Abkühlung hat geklappt. Die größte Abkühlung kam von so einer Fontäne, die auf einmal runterkam. Bei dir so? Ja, die größte Abkühlung kam von der ersten Abfahrt. Es geht los. Haltebügel festhalten. Achtung, es geht los. Wir kommen in die neue Ebene. Jetzt geht's nochmal ab, die Post. Jetzt geht's rund. Jetzt taucht die Krake ab. Jetzt kommt Schwung in die Bude. Jawohl.
Hoppala, jawoll! Wir reiten über die Wannseewellen. Hoppla, wie das kribbelt. Große Klasse, die XXL-Krake, ein toller Spaß. Wir sind jetzt gerade mit der XXL-Krake gefahren, das war so unser Einstieg in den Tag, also eigentlich noch mit der Wasserbahn vorher, aber war auf jeden Fall gut, sind lange gefahren, Reko war da, obwohl nichts los war. Gegenüber von der XXL-Krake, da steht Wild Kids, das kennt ihr vielleicht, das ist ja so ein Laufgeschäft, kann man es ja gar nicht nennen, das ist so ein kleines Kinderparadies für Kinder. Ja, mit Bällebad und so. Genau, mit Bällebad, was man eigentlich auch aus so Indoor-Spielplätzen kennt oder bei uns haben so Möbelhäuser das früher gab. Ich glaube, hier von Ikea, dieses Kinderland hat das auch. Ja, einfach ja. So kleines, da können die Kinder durchkrabbeln und Spaß haben. Kostet hier 4 Euro, finde ich für eine Kinderattraktion echt happig. Wenn man dazu noch beachtet, dass dieses Glas-Irrgarten-Labyrinth hier, Pharaos Rache, was auch optisch wirklich gut aussieht, finde ich, nur 3 Euro nimmt. Ja. Also vor allem hat er halt keinen Stromverbrauch mit seinem White Kids. Ja, also Stromverbrauch schon, läuft ja Musik und Licht, ja, aber anders als bei Fahrgeschäften. Wenn man jetzt dran denkt, dass ein Breakdance oder auch eine Krake 4 Euro nimmt, finde ich den Vergleich halt schon heftig. Das hier finde ich sehr sympathisch, 3 Euro für ein Spiegellabyrinth, finde ich auch in Ordnung. Ja. Hier ist wieder die Bude mit dem Vulkan. Ja, die haben wir in Bremen schon gesehen, hatten wir was zu gesagt, das ist so Entenangeln, richtig schön thematisiert. Da schwimmen die Enten noch durch so einen Vulkan durch. Richtig cool. Und dann kommen wir jetzt zum Scooter. 2 Stück gibt es hier, glaube ich, ne? Ja. Beide sind schon ein bisschen älteren Semesters. Ihr müsst mich mal aufklären. Warte, ich gehe mal hier um die Ecke, dann kann ich das eher fragen. Es gibt ja solche Alt-und-Autoscooter, die dann so 6-Säuler sind oder so, die dann an den Seiten aufgenommen wird. Und dann gibt es halt diese modernen Scooter, wie auch diesen, die in der Mitte halt die Säulen haben und einfach nur hochgefahren werden. Jetzt aber die Frage, normal sind das ja 2-Säuler dann, aber der hat ja 4 Säulen. Ist das jetzt ein 4-Säuler? Oder zählt man das trotzdem als 2-Säuler? Schaut mal, wir haben ein weiteres von diesen tollen Kick-Riesenrädern. Das ist halt blöd. Küchenmeister hat diesen Kick-Aufkleber da drauf gemacht und schon sind es bei mir Kick-Riesenräder. Die sprießen überall aus dem Boden, weiße Riesenräder mit diesen komischen Gondeln. Und es kaufen sich immer mehr Schausteller, diese Räder. Scheinbar gehört dieses hier Meier. Steht hier irgendwie zumindest dran. High Sky ist auch überall hier Berlin mit drauf. Auf den Mülleimern sieht man es auch. Ach, weiß nicht. Ich bin kein Fan davon. Es ist weiß und es ist halt jetzt auch irgendwie... Ich finde das Riesenrad auch nicht schön. Ich mag die Gondeln nicht. Ist irgendwie... Weiß nicht. Wir müssen noch um eine Ecke hier rumgehen, um zu gucken, ob wirklich alles auf hat. Aber Fats hat schon auf. Ja, das hier ist nämlich ein Fabrikat von Fats, ein Melody Star, also ein Musikexpress. Ich glaube, auch ein Berliner Schausteller, ne? Ja. So wie wirklich viele Müller. Hier auf dem Festplatz. Den sind wir übrigens am Freitag schon gefahren und ihr kriegt davon auch noch mal ein paar Eindrücke. Da war übrigens auch hier der Kirmes-Junkie, den kennt er bestimmt, ne? Guckt mal, vielleicht kommt euch die Reko ein bisschen bekannt vor. Ja, guck mal. Ja, das ist der Melody Star, sind wir am Freitag schon gefahren und hat aber auch Spaß gemacht, ne? Ja. Wir hatten zwar irgendwie ab der Hälfte der Fahrt keine Musik mehr, weil da die Sicherung irgendwie rausgeflogen ist oder so, aber war auf jeden Fall lustig. Ja, hat nicht ganz so Power wie die Mack oder Cosmond Modelle. Ja, aber ich konnte ist ein mich jedenfalls bequemer. Ohne Probleme innen halten. Ja, und die Sitze sind auch bequemer. Also, ja, das macht Spaß. So, sind wir mal eine Runde gegangen. Mittlerweile hat tatsächlich auch alles geöffnet. Wenn ihr euch fragt, warum wir überhaupt in Berlin sind, dann müsst ihr Sarah fragen. Hi, ich wollte nach Berlin. Den Grund seht ihr vor uns. Du hast so einen Schaden, Alter. Hab ich gar nicht. Doch. Nein. Doch. Was redest du da? Schreibt in die Kommentare, habe ich einen Schaden? Ja. Ja oder ja? Asada,
Jürgen schon. Haben wir die Bock? Jawohl. So, Freunde, alles klar. Packen wir es an. Dreh mal die Kiste. Jawohl, komm schon. Let's go, let's fans. Jawohl, volle Bulle. Jawohl. Und komm schon. Haben wir die Bock? Jawohl. Fahrt. Geil. Er war gut. Das reicht natürlich noch nicht. Sarah muss natürlich noch mal fahren heute. Natürlich. Das dann auch eine lange Zeit. Er hat aber auch gut Gas gegeben. Ja. Wir haben uns ja wirklich nur überschlagen. Da war ja fast gar keine Pause drin. Ja. Und vor allem hat er am Anfang so voll lustig das Ding noch voll langsam fahren lassen. Und trotzdem ist die Gondel schon voll ins Lupen gegangen. Das war richtig geil irgendwie, ja, weil das angenehm war und die Gondel schon die ganze Zeit. Wir sind jetzt am Breakdance angekommen. Das ist der Breakdance von Maya. Ja. Finde ich eigentlich voll cool, weil da dieses Motorsport-Thema voll aufgreift und halt nicht dieses klassische Breakdance-Thema hat, auch wenn die Rückwand jetzt noch so aussieht. Ich habe den damals schon mal in Eisleben gesehen. Du siehst den jetzt hier das erste Mal, ne? Ja. Wie gesagt, die Gondeln sind alle so in der F1-Optik. Wir waren jetzt gerade in den Ferrari-Gondeln, die roten da oben. Gibt dann auch noch hier die Mercedes-Gondeln. Ja, und ich fand früher das ganz cool, weil hier bei den blauen Gondeln, als der, ja, da kannte ich den noch gar nicht, die hatten früher hier vorne noch so eine riesen Leiste mit so Rallye-Lichtern drauf. Die gibt's aber nicht mehr. Die haben sie irgendwann mal abmontiert. Jetzt sind die halt nicht mehr da. Passt jetzt zu F1 auch nicht unbedingt, aber fand ich total geil, weil die so eine Lichtleiste da vorne noch dran haben. Ich finde auch diese Schilder, die der kleine Dreher da hatte, total cool. Diese Hauben. Aber sonst deswegen halt auch dieser Zusatz F1 oben beim Breakdance, weil das halt dieses Formel-1-Thema aufbleibt. Sieht gut aus. Ja. Ja, voll Schuhe auf alle Turbinen hier. Jetzt geht's rund, jetzt geht's los. Deswegen wird gerade die Wasserbahn natürlich auch super gut genutzt. Und die Regenponchos für einen Euro kauft sich natürlich niemand. Bestimmt Leute, die würden das auch bei so einem Wetter kaufen. Ja gut, das ist auch wieder richtig. Wir werden jetzt aber hier zum nächsten Fahrgeschäft kommen. Denn hier auf der linken Seite befindet sich der Pacific Rim. Kennt ihr das überhaupt noch? Also ich glaube, so ein paar Leute, die wissen gar nicht, was das ist. Ich stell's euch mal vor. Kennt ihr den Nightstyle in Deutschland auf den Kirmesplätzen? Das hier ist auch in Deutschland und das war mal ein Geschäft. Das hat in den Niederlanden Premiere gefeiert unter Ottens, hieß damals noch Tsunami. Wurde dann von Zinnecker aufgekauft. Der hat das ganze Ding Pacific Rim getauft. Das ist quasi die neue Version von dem, was wir als Nightstyle jetzt eigentlich großteils in Deutschland kennen und auch großteilig in Deutschland unterwegs ist. Mittlerweile gehört die Kiste aber groß. Das Ganze ist jetzt nicht mehr mit Boden, sondern ihr habt das Ganze jetzt floorless. Das heißt, die Beine haben freie Sicht nach vorne. Ihr auch. Und ihr habt jetzt die neuen KMG-Bügel und nicht mehr diese Konga-Bügel, diese von Konga kennt, sondern die auch in den Propellern verbaut sind. Ja. Oh. Der kann sogar Loopings entgegengesetzt. Ich habe das Geschäft gefunden, das wir betreiben. Ja. Die Fahrt war so ein bisschen wie so ein Daumenkino, habe ich gedacht. Weil die immer so, das war nicht so richtig flüssig. Nee, das war immer so ein bisschen stockend. Ja, er hat irgendwie die ganze Zeit immer so drei Loopings gemacht. Dann mal wieder so, schaukeln wir mal ein bisschen, dann wieder so drei Loopings.
Ich weiß nicht, da war halt irgendwie so kein Flow drin. Aber an sich war die gut. Also ja, ich fand sie auch von Lupen her ist es auch irgendwie intenser gewesen als ja, bei dem anderen. Ich ging voll auf den Nacken, also es war voll anstrengend. Und du hast halt deine Beine, die schleudern die ganze Zeit darum, weil die halt frei sind und nicht diese Stange davor haben. Ja, also wir werden dieses Fahrgeschäft demnächst kaufen. Ja, haben wir gerade beschlossen. Wenn wir ein Fahrgeschäft übernehmen, dann dieses und dann jetzt richtig rund. Dann wird daraus aber die richtige Techno-Schleuder gemacht. Und das Ding heißt wieder Tsunami. Weil mit dem komischen Druckzug, der da oben dran hängt, mit Pacific Rim, den kratze ich als erstes ab. Mit 300 Moving Heads, Nebelmaschinen und LED-Scheinwerfer. Ja, das ist so das spannendste Karussell, was du steuern kannst einfach. Das ist so, du hast diese zwei Sticks zwar nur, aber du kannst jeden Abend unabhängig voneinander steuern und du kannst halt voll den geilen Fahrablauf machen, du kannst so voll auf die Gäste eingehen und so weiter. Das ist halt einfach voll cool. Naja, wisst ihr da auch Bescheid. Es wird zwar wahrscheinlich nie dazu kommen, aber man soll niemals falls ihr mal sagen. Im Lotto gewinnen oder so. Was ihr nicht wisst, es gibt ja zwei Achterbahnen hier. Das ist einmal der Alpencoaster, der steht da drüben, und den High Explosive. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Wasserbahn sind wir ja schon gefahren, aber es gibt auch zwei Wasserbahnen hier. Das wusstet ihr noch nicht, ne? Es gibt nämlich jetzt die Pirateninsel in Deutschland. Das ist ein ehemaliges Schweizer Fahrgeschäft. Ja. Und Bergmann hat das gekauft, ne? Ich glaube ja. Und die haben das gekauft. Das ist eine deutlich kleinere Wasserbahn. Ich kenne auch tatsächlich den Hersteller nicht. Ich würde schon was Italienisches oder Französisches tippen. Alles sehr, sehr klein. Und ich denke, wir müssen auch einzeln fahren, aber ich werde das Ding jetzt auf jeden Fall fahren und du wahrscheinlich auch, ja. Weil es halt schon irgendwie spannend aussieht. Ja. Wir nehmen euch da jetzt mal mit. Wenn ihr das ganze On-Ride-Video gucken wollt, dann klickt ihr einfach mal hier oben rein. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant. Das Ding ist nämlich da hinten die Lifte, die sind irgendwie auf einem Transport verladen. Das ist alles sehr klein, aber ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, das ist bestimmt witzig. Bergmanns kleine Wildwasserbahn. Alter! Wir haben auf jeden Fall gut nass. Ja, sehr gut nass. Pirateninsel heißt das. Also keine Ahnung, gefühlt ist das Ding auf zwei Transporten verladen. Hat so ein bisschen was von diesen kleinen Stoke-Bahnen, die in den Freizeitparks stehen. Vor allem der erste Drop ist so ultra steil und du bist auf dem Drop gebremst. Ja. Und dann kommt da eine Welle rein. Ja. Und der zweite Drop ist so ganz lang, aber ganz flach. Und du landest einfach direkt in einer Kurve. Boah, ich hatte ein bisschen Angst, nicht mehr auf Vollspeed darauf zugesemmelt. Hammer. Das war eine Wasserbahn. Sehr positiv überrascht. Gerade diese Sachen, die sind schon ultra skurril. Wir fahren jetzt hier mal Playball, den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Der wurde auch verkauft, den hört der jetzt nochmal. Ist der auch Meier jetzt? Ja, Meier. Ich kenne den noch unter Klaus, das war noch Zeit. Taschenparkplatz. Ja, dann gönnen wir uns mal eine Runde Playball. Das war eine ganz normale Kurve. Jawohl, das macht man. Oh, das macht die Mama. Lecker, lecker, lecker. Ach, mal schaukeln wir aus. So, wir haben uns jetzt hier am Haupteingang, da steht so ein Container. Wie heißt das nochmal? Kuru? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre sowas wie Döner, aber es ist einfach ein Brot mit, ja,
du hast jetzt so klein geschnibbelte Wurst da drin, das ist irgendwie voll witzig. Und ich habe hier mit Sucuk, da haben die dann noch so geschmolzenen Käse drauf und halt Soße und halt die Gurken, die ihr hier seht. Ja, bin mal gespannt, wir essen das jetzt mal. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, und wir haben einen Schattenplatz zum Sitzen und kühle Getränke. So, Freunde, kommt schon, ihr wollt Spaß, ich gebe Gas. Ja, so langsam finden sich hier in Berlin doch ein paar Leute auf dem Platz ein, wie ihr seht. Der HyperX hinter mir ist sogar gerade fast voll gefahren. Und das ohne große lange Wartezeit. Ist halt so eine Schaukel, ähnlich wie so ein Afterburner, beziehungsweise eher so ein Freakout von KMG. Ist aber nicht von KMG, sondern ein tschechisches Fabrikat und ist auch hier in der Ecke von Berlin beheimatet. Dementsprechend auch hier auf dem zentralen Festplatz vertreten. Sarah, wo will sie anders sein, ist gerade beim Devil Rock filmt und fotografiert da noch ein bisschen. Ich komme hier jetzt nach, damit ihr auch noch ein Offroad-Video von dem Geschäft kriegt. Das verlinke ich euch hier oben. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Es steht auf jeden Fall noch eine Runde auf dem Coaster da hinten aus von Fallout. High Explosive, den sieht man ja tatsächlich doch eher etwas seltener. Und ja, aus dem Grund müssen wir da auf jeden Fall noch mal reinspringen. Da muss die Sarah direkt noch mal eine Runde reinhüpfen, wa? Ja, klar. Oh! Alter! Wenn ihr bei 31 Grad mal rodeln wollt und das nicht wie wir in Amberg im Sand tun wollt, dann kommt ihr nach Berlin zum Volkfest Sommer. Da könnt ihr die Rodelbahn ausprobieren. Was ein Gerät. Das ist eine Riesenkonstruktion. Wie so eine Wellenrutsche schon fast da hinten. Aber ihr habt halt hier so eine, ja, so eine Mattenrutsche. Und oben könnt ihr drauf mit so einem Ring, wie man das normalerweise im Schnee macht. Kennt man zum Beispiel auch aus Oberhausen vom Weihnachtsmarkt. Da gibt es sowas immer. Da am Zentrum. Das könnt ihr dann hier machen. So ja, Tubing-Dinger. Könnt ihr euch reinschmeißen und runterrutschen. Gibt es in Freizeitparks zum Beispiel auch mit so einem dünnen Wasserfilm. Der Bayernpark hat das zum Beispiel. Kostet 2,50 genauso wie die Wellenrutsche da drüben. Für Familien vielleicht ganz cool. So, wir fahren jetzt mit High Explosive. Die sieht voll gut aus. Ja. Immer mit diesem riesen Bahnhof, der ja auch schon Transporte ohne Ende braucht, gefühlt. Und das Ganze ist super thematisiert. Man sieht es halt von vorne sehr schlecht, leider. Aber es gibt halt hinten nochmal so eine große Wand mit einem großen Teich in der Mitte und Fontänen, einem Wasserfall. Ja. Sieht gut aus. Wir fahren das jetzt mal eine Runde. Also ich finde die Bahn top und finde, sowas muss erhalten werden. Schade, dass die halt nur noch so klein, also große, lange Plätze mitnimmt. Diese kleinen eher nicht mehr. Die stand ja in Regensburg dieses Jahr. Stand auch dieses Jahr in Erfurt, das war auch nur ein Wochenende. Ja, aber keine Ahnung. So in Nordrhein-Westfalen sieht man sie halt so wie gar nicht mehr. Viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass diese Bahn überhaupt existiert. Nee. Wir hatten die damals sogar mal in Lüdenscheid stehen. Ist echt ein cooles Ding. Naja. Ja, das war meine Lieblingsbahn von den drei Vorlaufbahnen. Ja, einfach weil sie so, ja, anders ist. Ist übrigens so ein Zierer Flitzer. Man hat aber so Lorenwagen, also ohne Bügel. Ihr sitzt einfach in so einer Lore drin. Voll cool. Soweit durch.
Also zumindest mit dem, was wir machen wollen. Kommt mal vorbei hier in Berlin und belustigt hier mal euch und auch die Schausteller, weil es ist wirklich leider nicht so viel los. Und ich habe auch schon gehört, dass das wohl halt auch die letzten Jahre schon so war. Klar, bei dem Wetter, wer will da raus? Aber ja, kommt einfach mal vorbei. Es ist gerade wieder Hummel in Berlin. Und die Beschickung ist auch wirklich gar nicht schlecht. Also es lohnt sich. Ja, für jeden was dabei. Es gibt eine Wasserbahn für Kleine, eine Wasserbahn für Große. Ja. Zwei Achterbahnen, darunter eine Achterbahn, die eigentlich auch wirklich was Besonderes ist. Beide Achterbahnen sind wirklich was Besonderes. Noch zwei besondere Rundfahrgeschäfte, immer den Flipper und Hochfahrgeschäft. Ja. Und den Devil Rock, ja, sieht man da leider auch nicht. Pacific Rim da hinten, der ja auch noch nicht so lange hier unterwegs ist. Also ist eigentlich eine echt gute Mischung. Nutzt es doch mal aus, Berlin. Nutzt es aus, wenn ihr sowas habt. Bis zum 31.07. noch. Ja, also für eine Hauptstadt Deutschlands ist das wirklich einer der schwächsten Kirmessen Deutschlands, also von den Besuchermengen her. Das darf sich Berlin ja aber nicht bieten lassen. Also kommt her, geht auf die Kirmes, es ist extra schön für euch angerichtet alles. Perfekt, da kann man so eine Kirmes eigentlich schon fast nicht mehr aufbauen. Also nutzt es doch, nutzt es doch. Ja. Wir verabschieden uns jetzt hier. Gehen zurück zum Auto, fahren dann wieder noch 5 Stunden nach Hause und sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Also, bis denn dann. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Tag hier und sind auch klitschnass von den Wasserbahnen gewesen. Und natürlich auch vom Schweiß. Aber ich fand's gut. Mir hat's auch gut gefallen. Gut. Tschüssi. Tschüssi aus Berlin.